Wir möchten euch zeigen, dass McDonald's nicht nur lecker, sondern sehr ungesund ist und mit der Zeit Folgen haben kann. Anhand dem Versuch von Morgan Spurlock beweisen wir es auch. Er drehte auch einen Film über den Versuch namens Super Size Me. Im Jahr 2003 war er in einem guten Gesundheitszustand. Für 30 Tage aß er 3 Mahlzeiten täglich bei der Fastfood-Kette McDonald's. Während dem Experiment litten seine Blutwerte und seine Gesundheit drastisch. Er nahm innerhalb kurzer Zeit über 11 Kilogramm zu. Es zeigten sich Leberschäden sowie Depressionen. Nach Abschluss des Projekts benötigte er 5 Monate, um sein Gewicht loszuwerden. Mit seinem Film möchte er beweisen und der Burgerkette vorwerfen, dass der Burger Inhaltsstoffe enthalten, die süchtig machen. Außerdem ist ihm bewusst geworden durch den Versuch, dass man an der Kasse dazu überredet wird, das größte Menü zu bestellen, indem sie es schönreden und es praktisch aufzwingen. Mit diesem Film wollten wir zeigen, wie ungesund es ist und wie sehr schlecht es für Kinder ist. Aber wir gehen trotzdem immer noch gern.